Endlich, Chemnitz hat seine Eisschnelllaufbahn im Küchwald wieder. Die 400-Meter-Bahn wurde für rund 12 Millionen Euro komplett neu gebaut. Jetzt gibt es in der Mitte sogar ein Eisoval, auf dem Eishockey und Kunstlauf ausgetragen werden können. Die neue Anlage wurde am Sonntag durch Oberbürgermeister Sven Schulze, den Geschäftsführer der Eissport und Freizeit GmbH und den Vizepräsidenten des Eisschnelllaufclubs Chemnitz feierlich eingeweiht. Die alte Anlage aus dem Jahr 1973 war im Frühjahr 2020 abgerissen worden. Dann begann der Neubau, der nicht ohne Probleme ablief. Wir hatten kontaminiertes Material hier gefunden, dann kam Corona, dann kamen die üblichen Probleme im Bau, die wir jetzt haben. Fehlende Materialien, zum Teil auch schwierige Handwerkersituationen. Das hat uns alles etwas getroffen, aber deshalb sind wir umso glücklicher, dass wir heute endlich den Punkt setzen können. Bisher konnte die geplante Überdachung nicht realisiert werden. Sie kommt aber später, verspricht der OB. Die neue Anlage ist nicht nur Trainings- und Wettkampfstätte für die Leistungssportler, sondern steht auch für den Breitensport zur Verfügung. Die Eiskunstläufer zeigen schon mal, was sie können. Und auch Curling ist auf der Schnelllaufbahn möglich. Die Chemnitzer Eisschnellläuferinnen freuen sich über die neue Anlage ganz besonders. Ich mache auch den Sport schon seit der 4. Klasse und es macht mir echt sehr viel Spaß. Und ich hoffe auch, dass ich jetzt weitermachen kann und auch wieder besser werden kann. Wir machen das richtig als Leistungssport, gehen auch beide auf die Sportschule. Und ja, es ist halt auch besser, dass wir jetzt hier wieder trainieren können, weil das letzte Jahr mussten wir halt immer nach Dresden fahren, um dort zu trainieren. Den Sportlerinnen gefällt speziell der etwas weitere Kurvenradius, durch den die Bahn gut befahrbar ist. Am Sonntagnachmittag konnte die Anlage von den Chemnitzern und ihren Gästen beim öffentlichen Eislaufen in Besitz genommen werden. Mit der neuen Eisschnelllaufbahn im Küchwald hat die Stadt wieder eine attraktive Sportanlage, die den guten Ruf von Chemnitz als Sportstadt vielleicht bald in die Welt tragen kann.